der uns nach der Sendung geschrieben hat, ist der 26-jährige Torben. Wie viele andere Betroffene kämpfte er monatelang um Anerkennung seines Impfschadens. Kein Arzt war anfänglich bereit, seine Beschwerden mit der Impfung in Zusammenhang zu bringen. Erst 9 Monate nach seiner Impfung bescheinigt ihm die Uniklinik Marburg, dass er eine Autoimmunreaktion erlitten hat. Hinzu kommt eine Herzmuskelerkrankung als Folge der Impfung. Die Pumpleistung seines Herzens ist eingeschränkt. Er fordert ein Umdenken in der Gesellschaft. Ganz wichtig ist, dass ein Bewusstsein in der Bevölkerung, aber auch in der Politik geschafft wird, dass es eben viele oder einige Leute gibt, die eben impfgeschädigt sind. Wir brauchen da definitiv Hilfe, sei es von der Politik, sei es seitens der Forschung, sei es seitens der Unikliniken. Wir brauchen geeignete Anlaufstellen. Er sei kein Impfgegner, betont der Student. Da er ein Ehrenamt bei der Feuerwehr hatte, hat er sich schon im Mai 2021 mit BioNTech impfen lassen. 20 Tage später bekam er extreme Kopfschmerzen. Schwindel fühlte sich zunehmend schwächer. Obwohl er vor der Impfung immer aktiv Sport getrieben, nie Herzprobleme hatte, kam er nun kaum noch die Treppe hoch, hatte Atemnot und starke Herzrhythmusstörungen. Da hatte ich primär noch einfach Herzschmerzen, wie so ein Druck im Herz. Bin nachts davon aufgewacht, totaler Herzschmerz, ohne dass man sich das eben erklären konnte. Er konsultierte zahlreiche Fachärzte, war in verschiedenen Krankenhäusern. Doch die Impfung wurde mehrfach als Ursache für seine Beschwerden ausgeschlossen. Da Standarduntersuchungen ohne Befund blieben, wurde ihm eine Psychotherapie empfohlen. Das hätte man sich vorher so nicht vorstellen können, dass man als geschädigter junger Mensch so im Regen stehen gelassen wird. Die Erfahrungen des jungen Mannes scheinen keine Ausnahme zu sein. Nach unserer Sendung im März zum Thema Impfschäden erhalten wir zahlreiche Zuschriften. Viele fühlten sich alleingelassen. Eine Betroffene schreibt, dass das Ausblenden der Thematik aus dem öffentlichen Diskurs die schwierige Situation für die Betroffenen noch verschärft. Der 26-jährige Torben recherchiert schließlich selbst, findet englischsprachige Studien, die seine Symptome als eine Folge der Impfung beschreiben. Auf eigene Kosten lässt er deshalb ein MRT machen. Das Resultat? Sein Herz hat Funktionseinschränkungen, die die Folge einer Herzmuskelentzündung nach der Impfung seien. Für den Kardiologen Dr. Steen ist Torben kein Einzelfall. Ich habe täglich Patienten mit genau solchen Odysseen. Genau Patienten, die bei verschiedenen Ärzten waren, die immer sagen und suggerieren, das kann alles, es kann gar nicht daran liegen, es ist in Ordnung. Und da habe ich jeden Tag Patienten, die wir im MRT untersuchen eben, und dann können wir Pathologien feststellen, die klar einer Herzmuskelentzündung zuordbar sind. Einen Ärztemarathon haben auch die 15-jährige Lea und ihre Mutter hinter sich. Aus Scham will das Mädchen nicht erkannt werden. Genauso wie Torben erlitt sie nach der Impfung eine Herzmuskelentzündung. Mittlerweile ist sie auf einen Rollstuhl angewiesen. Laut medizinischem Dienst hat das Mädchen den Pflegegrad 3. Wir hatten vor der Impfung wirklich ein kerngesundes, lebensfrohes Kind, was mit beiden Beinen im Leben stand, in der Schule top war. Aber man wird abgebügelt, da will keiner drüber reden. Das gibt es nicht und es gibt keine Impfnebenwirkungen, also Impfschäden. Wir wurden immer für, ich sage jetzt mal, wirklich verrückt erklärt, was wir jetzt wollen, warum wir jetzt unbedingt so ein MRT für unser Kind haben wollen. Die Mutter gab nicht auf, bestand immer wieder auf eine MRT-Untersuchung des Herzens, bis sie sich schließlich durchsetzte. Ihr Verdacht bestätigte sich. Lea hatte nach der Impfung eine Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung, erlitten. Doch bei der 15-Jährigen kamen noch Krampfanfälle dazu. Sie entwickelte eine Spastik in der linken Hand. Auch beide Beine und Füße knicken beim Stehen weg. Da die Ärzte keine Ursache finden, wurde auch ihr eine psychosomatische Klinik empfohlen. Wir fühlen uns total alleingelassen, weil alle nichts unternehmen. Und das Schlimme ist, unsere Tochter wurde mit einem Erwachsenenimpfstoff von BioNTech geimpft, für Erwachsene die volle Dosis, 2-mal, und wird jetzt aber nicht auch wie ein Erwachsene behandelt, weil sie ist erst 15. Und die meisten sagen, ja, wir nehmen aber erst ab 18. Und da frage ich mich, wie kann das sein? Das ist für mich im Moment medizinisch unmöglich, unterlassene Hilfeleistung. Für die Erfassung von solch schweren Nebenwirkungen ist das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland zuständig. Alle Verdachtsfälle sollten hier eigentlich gemeldet werden.
Dass Ärzte dies häufig nicht tun, diesen Vorwurf äußerte der Berliner Arzt Dr. Freisleben schon im letzten Umschaubericht im März. Ich habe den Eindruck, dass das Impfthema dermaßen emotional aufgeladen ist, dass man sich nicht traut, irgendetwas zu sagen, was vielleicht als Schwäche oder als Problem in diesem Zusammenhang im Raum steht, um nicht in eine bestimmte Kategorie eingeordnet zu werden. Und das, finde ich, darf nicht sein. Auch Kardiologe Dr. Henning Steen bestätigt uns gegenüber diesen Eindruck. Er hält es für unverantwortlich, wenn Patienten mit Symptomen nach der Impfung nicht ernst genommen werden. Und wenn denen natürlich jetzt gesagt wird, du bildest dir das ein, oder noch schlimmer, die bekommen ein Antidepressivum, weil sie vielleicht ihnen ein Burnout attestiert wird, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr niederschmetternd für diese Menschen. Dass es aufgrund dieser fehlenden Meldungen in Deutschland eine Dunkelziffer bei den schweren Impfnebenwirkungen gibt, hat Professor Harald Matthes von der Charité in der Umschau vom März bereits kritisiert. Diese Aussage kann der Arzt auch belegen. Er ist Leiter der sogenannten Impf-Surf-Studie an der Charité. Mehr als 39.000 Menschen wurden etwa ein Jahr lang nach der Impfung begleitet und systematisch nach Nebenwirkungen befragt. Wir haben in unserem Impf-Surf-Studie gesehen, dass wir mittlere, aber auch schwere Nebenwirkungen deutlicher, häufiger hatten, als sie eben in den Berichten des Paul-Ehrlich-Institutes jeweils aufgeführt waren. Konkret heißt das, laut dem Bericht des Paul-Ehrlich-Institutes liegen die schweren Nebenwirkungen bei 0,02%. Nach der Studie von Professor Matthes sind es 0,8%. Auf ähnliche Werte kommen auch Länder wie Schweden, die anders als Deutschland ein Impfregister führen. Wenn man so flächendeckend eine Impfung auch von Staats wegen propagiert, dann wäre es einfach wünschenswert, dass man ein Register hat, weil ein Impfregister führt dazu, dass man frühzeitig bestimmte Signale bekommt, wo gegebenenfalls Auffälligkeiten, was Nebenwirkungen angeht, entstehen. Einen Hinweis, warum häufig junge Menschen an schweren Impfnebenwirkungen leiden, könnte diese Studie aus dem Jahr 2020 zur Wirksamkeit des Impfstoffes von BioNTech geben. Demnach spricht vieles dafür, den Impfstoff nach Alter zu staffeln. Bei den 18- bis 55-Jährigen seien 20 Mikrogramm angemessen, bei den 65- bis 85-Jährigen 30 Mikrogramm, unter Umständen noch mehr. Verimpft wird heute allerdings eine Einheitsdosis von 30 Mikrogramm. Wir fragen Andreas Radbruch, Professor für Immunologie, ob die Einheitsdosis einen Nachteil für die Jüngeren haben könnte. Die Studie hat gezeigt, dass jüngere Menschen heftiger reagieren, schneller und heftiger als ältere Menschen. Und dass deswegen auch die sogenannten systemischen Nebenwirkungen, die etwas länger dauernden, unangenehmen Folgen, dass die heftiger waren bei den jüngeren Menschen. Dr. Susanne Wagner, Beraterin im Bereich Arzneimittelentwicklung mit 30 Jahren Erfahrung in der Hightech-Forschung, zeigt uns eine weitere Studie aus dem Jahr 2021, die zu ähnlichen Ergebnissen kommt. Aufgrund der Daten gäbe es aus ihrer Sicht nur eine Konsequenz. Der korrekte Vorgang wäre, dass die Behörden, also in dem Fall die EMA, die Unternehmen auffordert, nochmal eine Dosisanpassung zu machen und damit dann klinische Prüfungen der Phase 3. Doch weder die Europäische Arzneimittelagentur, kurz EMA, noch das Bundesgesundheitsministerium sehen hier Handlungsbedarf. Auf unsere konkrete Anfrage heißt es nur allgemein, im Rahmen der Zulassung wurden Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit bewertet. Für den 26-jährigen Torben käme eine Dosisanpassung ohnehin zu spät. Um wieder gesund zu werden, hat er sich mehreren Blutwäschen unterzogen. Die Kosten von mehr als 12.000 Euro musste er selbst tragen, weil die Therapie für seine Impfreaktion noch nicht erforscht sei. Zum Glück haben ihn seine Eltern finanziell unterstützt. Wobei ich auch andere Impfgeschädigte kenne, die einfach nicht die finanziellen Mittel haben und die bis heute ohne Therapie, Diagnose oder ansatzweise mit einem Fünkchen Hoffnung dastehen. Seit der Behandlung fühlt sich der junge Mann besser. Seine Herzleistung hat sich nun nach fast einem Jahr wieder normalisiert. Leas Mutter sucht immer noch nach einer Therapie für ihre Tochter, damit sie eines Tages endlich wieder laufen kann.